Okay. Stefan, hallo! Hallo, Stefan. Guck mal, ich habe eine geile Erdbeere. Willst du eine? Und Max chillt da auch. Was meint er eigentlich mit Nachbarn? Also Roof, was meint sie mit Nachbarn? Das verstehe ich nicht. Oh, da ist auch ein Baum, ich sehe ihn. Vielleicht können wir ihn schon gießen. Ach du Scheiße, es ist wieder schnell. Teilzeitjob, ich muss liefern. Bis 18 Uhr. Ja gut, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Schnell. Wer braucht die Erdbeeren? Du? Guten Tag. Sicher ziehst du schon bald deine eigenen Pflanzen. Ich weiß halt nicht so genau. Drei Erdbeeren? Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sie natürlich Hamminger geben. Weil er ist ja der geilste Nachbar. Ich hoffe, das ist richtig. Du siehst kräftiger aus. Du siehst aus, als hättest du endlich den Wert harter Arbeit erkannt. Also, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht gesagt habe, dass du auf der Farm helfen musst. Tut mir wirklich leid. Viel Glück jedenfalls. Ich habe großes Vertrauen in dich. Ja. Okay, die Erdbeere war so nicht für ihn. Entschuldigung, dass ich es auch nur gewagt habe, daran zu denken, dass sie vielleicht für Hamminger sein könnte. Den Bürgermeister. Du vielleicht, Max? Hi. Oh, die Erdbeeren sehen aber lecker aus. Die sind von Clemens Farm. Richte ihm meinen Dank aus. Okay. Die nächste ist für Stefan. Stephanios. Stefan. Stefan. Nein, du musst erst liefern. Okay. Stefan. Stefan. Ich gehe jetzt zu Stefan. Stefan muss ich treffen. Dann wird auch er bald treffen. Stefan, Stefan, Stefan. Komm jetzt bitte her, Stefan, yeah. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Irgendwo beim Tempel. Yolanda, du Geile. Guten Tag. Oh, die Erdbeeren sehen aber lecker aus. Die nehme ich natürlich. Und die sind von der Soufflé-Farm. Dann richte den Leuten meine Grüße aus. Okay. Wer wohnt denn hier eigentlich? Sieht aus, als würde hier Toby wohnen. Okay, wie zum Geier komme ich jetzt zu Stefan? Stephanios. Stephanios. Ah, hier oben bestimmt, oder? Beim Friedhof, selbstverständlich, da wird es sein. Ach hier, ich bin richtig. Stephanios. Stefan. Bitte. Hi. Oh, ist das für mich? Danke. Machst du dich auf der Soufflé-Farm nützlich? Nicht schlapp machen, nicht schlapp machen. Wenn du mal jemanden heiraten möchtest. So wie mich. Alle Erdbeeren sind ausgeliefert. Melden uns jetzt zurück der Farm. Das war kein Deutsch, aber egal. Sie sind ausgeliefert, schutzlos ausgeliefert. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Hast du deine Arbeit auch erledigt? Ja. Ja, danke für deine harte Arbeit. Schauen wir uns das Ergebnis doch mal an. Ja, die Anzahl der ausgelieferten Erdbeeren beträgt. Ja, super, drei. Das sind ja alle. Das war ja wirklich ausgezeichnet beeindruckend. Kann man hier ehrlich verkacken, wenn man die Zeit einfach ablaufen lässt? Und wenn ja, was passiert dann? Du musst müde sein. Geh, ruh dich ein wenig aus, damit du wieder ausgeschimpft wirst, dass du geschlafen hast, weil was fällt dir ein? Okay, das ergibt Sinn. Gute Nacht. Meine Nase läuft. Oh mein Gott, ein Traum. Yolanda? Yolanda, bist du es? Yolanda! Noch lächelt sie. Mal schauen, wie lang. Teddy, ich brauche deine Hilfe. Ich bin so traurig. Hilfe, Baum. Baum, du musst die Bäume. Mi, hören? Das, die Erntegöttin, mein Bitte hil. Meine Kräfte, sie schwinden. Oh, ich bin so traurig. Hilfe. Du stinkst. Wow, es ist immer so unhöflich, ey. Ich wollte dir gerade noch helfen, aber gut, dann halt nicht. Now loading. Now loading, now loading, yeah. Möchtest du speichern? Ich finde toll, dass man so oft speichern kann. Ich frage mich, ob das immer so ist, dass du nach jedem Tag speichern kannst. Oder ob es später dann wirklich damit zusammenhängt, dass du ins Bett gehst, also wie bei Tierparade. Aber ehrlich, ich bin überrascht. Dieses Spiel ist so cool. Ich dachte, es wird langweiliger als Tierparade, aber im Gegenteil.
Vielleicht liegt es auch daran, dass es für mich unbekannt ist. So, guten Morgen. Was soll ich heute wieder für Sklavenarbeit betreiben? Ich bin bereit. Oh mein Gott, Hamminger ist da. Was jetzt? Will er mich wieder aufkaufen oder weiterverkaufen? Ja, hallo, guten Morgen. Oh, fuck. Ja? Was ist los? Was ist los? Du siehst nicht sehr fröhlich aus. Mein Traum von einer wunderschönen Dame, von einer Dame mit langem Haar oder ein Traum von meiner Dame mit Flügeln? Eine wunderschöne Dame. Ja, ein merkwürdiger Traum. Hat sie wie eine Art Göttin ausgesehen? Oh, es fällt mir wie Schuppen vor den Augen. Vielleicht war es ja... Nein, das kann nicht sein. Unmöglich. Nanni? Oh, da schwitze ich plötzlich. Aber vergessen wir jetzt erstmal den Traum, Teddy. Dein Haus ist fertig. Ich muss nie wieder unbezahlt arbeiten. Yay! Und es kostet keine Miete. Wow! Das ist ja die größte Nachricht der Welt. Für mich. Ja, es ist sogar möbliert. Möbliert auch noch. Oh mein Gott, geile Scheiße. Und noch dazu, mega Sonderangebot. Du kannst zwischen drei Orten auswählen, an denen du wohnen möchtest. Nein, sag bloß, das ist ja, ich bin verliebt. Schockverliebt bin ich, Hamminger. Sag uns einfach, wohin wir das Haus stellen sollen. Ich würde jetzt erstmal sagen, Stadtareal. Weil ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn wir in der Stadt wohnen. Waffelstadt liegt nur einen Steinwurf entfernt. Ein rundum perfekter Ort, absolut empfehlenswert. Na dann, absolut. Ja, eine gute Wahl. Ich werde es fort alles in die Wege leiten. Ich frage mich zwar, wie sie dieses fertige Haus transportieren wollen, aber sie werden es schon wissen, wie sie es machen. Oh, scheiße, ich bin über Geschirr gestolpert. Wer hat das hier abgestellt? Oh, ist das nicht toll? Das heißt also, du wirst hier ausziehen. Ich meine, ich bin gar nicht traurig oder so. Bevor ich gehe, danke, dass ich hier wohnen durfte. Kann ich die Nacht noch bleiben? Ich komme dich bald besuchen. Ach, wir würden uns freuen, dich wiederzusehen. Ich kann es kaum erwarten. Vielleicht willst du da noch wieder unbezahlt helfen. Yay, yeah, ich liebe dich. Warum auch immer, aber ich liebe dich. Guten Morgen. Wie geht's? Hast du dich eingelebt? Ich bin literally gerade aufgestanden. Aber ist okay. Da fällt mir ein! Warte, ich hätte es fast vergessen. Einen Augenblick, bitte. Ich habe dich für deine zwei Arbeitstage gar nicht bezahlt. Hier, nimm das. Oh mein Gott, das ist ja nicht mal ein Mindestlohn. Fantastisch. Ja, und hier ist noch eine Kleinigkeit von uns als Zeichen unserer Wertschätzung. Bau es auf deiner Farm an. Aber nicht übertreiben hier, ja? Was ist es? Ein Samen? Kartoffelsaatgut. Also eine. Mein Mann wollte es nie zugeben, aber er war sehr glücklich darüber, dass du da warst. Du erinnerst ihn an unseren Sohn, der in die Großstadt gezogen ist. Du bist auch so bärtig wie er. Ach gut, komm wieder, wann immer du möchtest. Hatten die schon immer einen Sohn? Irgendwie sagt mir das gar nichts. Ob man den jemals sieht? Naja, egal. Oh, guten Morgen. Sicher ziehst du schon bald deinen eigenen Platz. Ja, das hast du noch nie gesagt. Clemens! Daddy Issues, man, wo bist du? Ist der schon raus? Keine Ahnung. Ganaschminenbezirk. Ich vergesse immer, weiß nicht, ich finde den Namen irgendwie seltsam. Ganaschminen? Ganaschminen? I don't know. Wo ist Clemens? Da. Was ist los, Farbpelz? Stimme ich nicht bei der Arbeit? Ich muss trauern, weil du weggehst. Okay, ciao, ich bin weg. Ich bin weg. Oder auch nicht. Hey, Fliegengewicht! Es ist nichts Besonderes, aber ich möchte es dir gerne schenken. Da. Danke. Was ist das? Great, eine einfache Hacke. Nice. Und denk daran, überarbeite dich nicht. Du wirst deine Ranch sicherlich gut führen. Also bis dann. Jetzt muss ich mich erstmal in den Schlaf saufen, weil ich so traurig bin. Okay, ciao, ich bin weg. Für immer. Oh nein, scheiße. Hallo, Teddy, hast du mich schon vermisst? Ach ja, ich dachte, ich komme vorbei, um dich abzuholen. Danke, dass du gewartet hast. Eigentlich wollte ich gehen. Allein. Ja, aber du bist doch noch minderjährig. Dein Haus ist fertig. Komm mit, ich zeig's dir. Ich bin gar nicht minderjährig. Warum denkt das jeder? Na, weil du so klein bist. Was denkst du, warum Clemens dich Fliegengewicht genannt hat? Das ergibt tatsächlich Sinn. Oh, schön. Das Karamellflussbezirksplätzchen für Teddy.
Es ist echt hübsch hier. Cool. Oh, wow. Mega hübsch. Schön. Aber voll winzig. Voila, hier ist dein Haus in Stadtnähe, wie du es gewünscht hast. Yay, yeah, great. Du hast dein Haus bekommen, yay. Jetzt besitzt du eigenes Land, auf dem du Pflanzen anbauen kannst. Du kannst sogar Tiere halten, und zwar eine ganze Menge, nämlich 2. Weil für mehr reicht dein Platz nicht. Jetzt kannst du jederzeit überall hingehen, auf der Stelle zum Beispiel. Und vielleicht wartet da draußen sogar die Liebe deines Lebens auf dich. Stefan? Also, in deinem Bücherregal steht das Buch über Möbel. Es ist ein Geschenk von mir. Lies es doch einmal durch, es ist sehr hilfreich, denn da geht es um Möbel. Was ist mit Teddy? Lieber Gott, ich danke dir. Danke für dieses Haus. What the fuck ist los mit dir? Achso, du bewunderst dein neues Heim. Ja, es ist wirklich sehr schön. Aber könntest du mir vielleicht zuhören? Gut, dann gehe ich eben. Puh, wenn du mir nicht zuhörst, dann tschüss. Achso, übrigens, diese Dame, von der du da geträumt hast, ja? Denk nicht zu viel drüber nach. Ja, konzentrier dich auf dein Leben. Vergiss sie einfach. Ist nicht wichtig. Unsere Stadt geht unter, ist mir scheißegal. Hauptsache, du gehst nicht dieser Dame nach. Das könnte meine Frau sein. Wow, sogar mit einer kleinen Babyküche. Unglaublich, und dieses Bett ist so hässlich. Da kann ich speichern. Mache oft Einträge. Okay. Yay. Gib deiner Ranch einen Namen. Die Shine Ranch. Nein, danke. Ich nenne sie... Soll ich sie wieder Berry Berry nennen? Wie würde ich gerne einen anderen Namen nehmen? Ganz ehrlich, ich nenne sie. Ich kann zwar nicht perfekt schreiben, aber es ist die Hunzeli Farm. Die Hunzeli Ranch. Yes. Das ist gut. Der Karamellflussbezirk. Schön. Gut. Ich würde mal versuchen, Leute zu finden, die mir vielleicht Sachen geben, die ich brauchen könnte. So Hammer und so. Also ich denke mal, ich muss Olli finden. Und wahrscheinlich Tobi für die Angel. Gucken wir mal. Karamellflussbezirk. Du bist jetzt in der Mitte der Insel. In einer stillen Wiese, unweit des Karamellflusses. Schön. Ich muss kurz die Karte öffnen, damit ich hier sehe, wo ich bin. Kann ich noch näher ranzoomen? Gebäude. Okay, also ich würde jetzt sagen, dass hier unten mein Feld ist. Ach nee, hier oben. Ich hab's gefunden. Wow, das ist das kleinste Feld, das ich je gesehen habe. Fantastisch. So, ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Meine Fresse, meine Ausdauer ist ja wirklich komplett beschissen. Oh, aber es geht wirklich schneller als in Tierparade. Warum ist das so? Meine Güte, ich sterbe gleich. Ich werde müde. Ja, ich glaube, wir belassen es dabei. Ah, obwohl, vielleicht könnte ich noch die Saat ausstreuen. Eine. Das müsste ja wieder für... Oh. Na gut, dann halt nicht. Ich habe verkackt. Na gut, in diesem Fall, weil ich jetzt ein bisschen erschöpft bin, können wir mal gucken, ob wir uns ein bisschen umgucken können hier. Ich weiß noch gar nicht, wo es hier lang geht. Ist das auch mein Feld? Oder muss ich das noch kaufen? Das wäre ja krass, wenn ich direkt total viele Felder hätte. Ah, hier ist leider ein fetter Baum im Weg. Schade. Na gut, dann gucke ich einfach mal, wo wir lang gehen können. Und je nachdem können wir dann entscheiden, was wir machen. Diese Stadt ist so neu für mich. Ist das aufregend nicht? Oh Gott, das war der größte Lag meines Lebens. Manchmal weiß ich nicht, ob das an meiner Capture Card liegt. Oder am PC. Oder an allem drum und dran. Aber ich dachte kurz, es stürzt ab. Das wäre schlecht. Dam, da, dam, dam, da. Karamellfälle. Ah. Karamellfälle. Oh, okay.
Ich bin erschöpft. Hier ist ein Wasserfall. Schick. Okay. Ein Affe. Schön, schön, schön. Okay, das war's, oder? Mehr ist hier nicht. Enttäuschend. Geht's hier hoch oder sieht das nur so aus? Oh ja, hier geht's wirklich hoch. Hä, hey, cool. Jetzt bin ich im Baum. What the fuck? Ich bin im Baum gelandet. Heiße Quellen. Was? Putzen? Ach, nutzen, sorry. Hier sind heiße Quellen. Oh, das ist ja mega praktisch. Geil. Ah, erstmal hier nackig baden. Mich wird schon keiner sehen. So entspannend. Du fühlst dich sehr erfrischt. Dein Ausdauer ist wieder komplett hergestellt. Hä, geil. Super. Gut, es ist zwar auch schon spät, aber egal. Wie nice. Aber wir müssen echt was machen gegen unsere Ausdauer. Das ist ja furchtbar. Okay. Morgen wird ein neuer Tag sein. Wisst ihr, was ich loben muss? Dass die Zeit hier viel schneller vorbeigeht. Also scheinbar. Als eine Tierparade. Weil in Tierparade war das immer furchtbar. Ach so, ich dachte, hier geht's weiter, aber scheinbar nicht. Das ist so ein kleiner Höhleneingang. Ist schon 18 Uhr einfach. Wow. Ja, also mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielleicht gehört mir. Warte, jetzt sag ich schon wieder. Gefällt mir Baum der Stille doch ein bisschen besser. Wir werden das zum Schluss schon sehen. Ich werde dann mein Feedback abgeben in 30.000 Folgen. 30.000 Folgen. Jetzt ist ja die größte Frage, ob ich dieses Feld hier oben schon nutzen kann. Das interessiert mich gerade sehr. Es interessiert mich. Gucken wir mal. Ja, ehrlich? Ah nee, gut, ich habe schon gewundert. Ich dachte schon. Das wäre super komisch. Ich bin müde. Oh, die Musik geht weg. Wahrscheinlich ist jetzt Nacht. Ahornsbezirk. Ahornseebezirk, meine ich. Aha. Ah, okay, ich verstehe. Wir sind jetzt hier. Da wohnt jemand. Da wohnt bestimmt Tobi. Und da oben ist Clemens Farm. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns hierfür entschieden haben zu wohnen. Das ist, glaube ich, echt super. Jetzt verpisst sich die Musik einfach. Mega unverschämt. Leise geht sie weg. Da, 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 na, 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 na. Ah, hier ist auch ein Platz für ein Haus. Also wird da bestimmt noch jemand einziehen. Max Haus. Ah. Boah, die Musik ist ja mega geil. Die Musik ist mega geil, die gefällt mir voll. Max ist aber gar nicht da, das finde ich nicht toll. Oh, jetzt werde ich rausgekickt. Der hat Tee getrunken, also Kräutertee mag er wahrscheinlich immer noch am liebsten. Ich glaube, es steht sogar in meinem Gebrauchsanweisungsheftchen, das ich neben mir liegen habe. Gut, die wollen also nicht, dass wir hier rumchillen, dann gehe ich halt jetzt nach Hause. Mit meinen 350 Gold. Gut, dass ich nichts essen muss oder trinken muss. Um zu überleben. Das ist wirklich praktisch. Das ist praktisch. Praktisch ist es ja. Ganz praktisch ist doch klar. Ja. Ich bin gespannt auf die Story hier. Wo war jetzt gleich nochmal mein Haus? Ach, hier bei der Laterne. Okay. Es ist halt echt riesig, muss ich sagen. Ja, sie ist halt komplett tot. Ich brauche meine Hacke. Meine Hacke. Ja, ich überlege, ob das reicht. Ja. Wow. Und dann brauche ich noch meine Gießkerne. Die muss ich aber bestimmt erstmal voll machen hier. Das ist aber mega klein, das Feld. Das war ein Tierparade krasser. Da, 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 da. Okay, ich muss aufpassen, aber ich hoffe, dass wir das noch gießen können. Damit wir zumindest ein kleines bisschen Fortschritt machen.
Ich brauche bestimmt Geld. Viel Geld, damit ich hier Dinge tun kann. Wie zum Beispiel meine Werkzeuge erweitern. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal pennen. Und mir scheint es so, als können wir noch gar nicht zur Mine oder so. Das ist zwar schade, aber ist okay. Jetzt gehen wir in unser Haus. Ah, wir sind in unserem hässlichen kleinen Haus. Mit trauriger Musik. Gute Nacht. Ich meine, gute Nacht. Oh, ich bin eine alte Frau. Wow, null. Wahnsinn, der Erfolg. Ah, guten Morgen. Let's go. In dieser tristen Welt. Ich werde mal kurz speichern. Ja. Ja, ich speichere. Ja. Und weil meine Nase so krass läuft, würde ich hier mal eine Pause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Harvest Moon, Baum der Stille. Ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt habe ich super viel Spaß. Ich hoffe, man merkt das. Bis da. Tschüss.